Herzlich willkommen wieder bei der Vorlesung Stochastik für die zwei Hauptfach-Bachelor. In den letzten zwei Videos werden wir uns damit jetzt befassen, wie man denn Zusammenhänge in Daten erkennen und beschreiben kann. Und mit Zusammenhängen meine ich, dass man von einem und demselben Objekt mehr als ein Merkmal misst. In dem Beispiel wird es sein, heute, dass man von einem Geysir misst, wie lang ist eine Eruption und wie lang ist die Dauer bis zur nächsten Eruption. Könnte aber auch sowas sein wie Größe und Gewicht einer Person. Also man hat eben mehr als ein Merkmal von demselben Objekt und will jetzt Zusammenhänge erkennen. Also erkennen, ja, beispielsweise nimmt denn das Gewicht mit der Größe zu. Dazu werden wir heute einen einfachen Test kennenlernen, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt. Das wird ein nicht parametrischer Test sein, ein sogenannter Permutationstest. Und nächstes Mal kommen wir dann zur sogenannten linearen Regression. Kommen wir also zu dem nicht-parametrischen Korrelationstest. Und zunächst mal zu den eingangs schon erwähnten Daten. Es gibt hier einen berühmten Geysir. Der hat Eruptionen, die haben eine Dauer. Und es gibt eine Wartezeit bis zur nächsten Eruption. Und man sieht eigentlich, ja, je weiter ich hier oben bin, also je länger so eine Eruption dauert, desto länger muss ich auch warten bis zur nächsten. Genau. Und das ist ein Zusammenhang in Daten, den man jetzt hier offensichtlich sieht. Und wir wollen jetzt halt auch mal testen, ob da wirklich ein Zusammenhang besteht, irgendwie statistisch. Hier ist es relativ klar, aber in anderen Situationen wird es vielleicht gar nicht so klar sein, dass so ein Zusammenhang besteht. Das Ganze ist ein nicht-parametrischer Test. Und basiert erstmal auf dem Korrelationskoeffizienten hier. Den kennen wir eigentlich allerdings nur aus der Stochastik, wo es Zuwachsvariablen noch keine Daten gab. Da gab es ja den Korrelationskoeffizienten. Da hatte man ja damals geschrieben, ja, was ist das? Vielleicht ein bisschen dick hier der Stift. Das war ja im Zähler Erwartungswert von x minus Erwartungswert von x mal y minus Erwartungswert von y und im Nenner Wurzel aus den Varianzen, Varianz von x mal Varianz von y. Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung hat uns dann gesagt, ja, das ist eine Zahl, die ist zwischen minus 1 und 1. Also sozusagen hier Kovarianz hatten wir durch Wurzel aus dem Produkt der Varianzen. Und hier sieht es ganz ähnlich aus. Also ich kann es auch wieder so sagen mit der Sprache einer vorigen Vorlesung. Das ist einfach der Korrelationskoeffizient der empirischen Verteilung. Also sprich, jedes xi hat Gewicht ein Entel. Dann wissen wir zum Beispiel schon, der Erwartungswert von dieser empirischen Verteilung ist gerade x quer. Also da hier steht x quer, hier steht der Erwartungswert, genauso wie bei y. Und ja, Erwartungswert von x, wie rechne ich den aus? Das ist ja eben ein Entel, also eine Konstante, mal Summe der xi's. Und hier habe ich halt ein xi stehen, wo hier ein x steht, und ein y und i stehen, wo ein y steht. Und die ein Entels, die kürzen sich halt im Zähler aneinander weg, deswegen stehen sie hier gar nicht mehr. Also sprich, das ist der Korrelationskoeffizient der Daten, was dem Korrelationskoeffizienten der empirischen Verteilung entspricht. Damit ist es auch ein Wert zwischen minus 1 und 1. Und wenn man das jetzt hier ausrechnet, diesen Wert, kann man es mit einem R machen, von dem hier, dann kommt man hier auf eine Korrelation von sehr viel 0,9. So. Das sieht schon mal nach sehr viel aus, aber ist es denn signifikant oder nicht? Müssen wir uns natürlich fragen. Wir wollen also testen. H0, es gibt keine Korrelation, zu es gibt eine Korrelation. Also sprich, wir wollen ja H0 immer ablehnen. Das heißt, wir wollen ablehnen, dass es keine Korrelation gibt, sodass wir H1 annehmen müssen. Und das geht auf eine sehr geschickte Art und Weise, wie ich finde, weil sie auch sehr einfach ist. Das Ganze fällt jetzt hier unter den Begriff Permutationstest. Und da rechne ich einfach einen P-Wert aus, und zwar wie folgt. Erstmal brauche ich Permutationen bei Permutationstests, nämlich Sigma n ist die Menge aller Permutationen.
von 1 bis n. N ist in unserem Beispiel jetzt die Anzahl der Eruptionen, die ich so betrachte. Und für Sigma aus Sigma n betrachte ich nicht den Vektor y, also nicht den geordneten Vektor y in der Reihenfolge, wie sie auftreten, sondern eben den permutierten Vektor. Also, gehen wir mal zurück. Die x-Werte bleiben alle gleich, aber die y-Werte, die vertausche ich halt beliebig. Wenn ich halt zum Beispiel den y-Wert von, sag ich mal, den Punkt, sagen wir mal, mit dem y-Wert von dem Punkt hier vertausche, dann kriege ich ja zwei neue Punkte. Der eine ist hier und der andere ist hier unten und der verschwindet und der verschwindet. Das heißt, wenn ich jetzt die y-Koordinaten so durchpermutiere, dann muss ich ja eigentlich eine Punktwolke kriegen, die über den ganzen Bereich hier verstreut ist und nicht mehr nur links unten und rechts oben. Und dann mache ich Folgendes. Ich berechne, ich habe ja schon berechnet, das rxy. Das ist der Korrelationskoeffizient der beiden Koordinaten. Dann berechne ich auch noch den Korrelationskoeffizient von x und dem y mit den geänderten, also den permutierten y-Variablen. Jetzt ist in dem Beispiel ja so, das hier ist schon ein recht großer Wert, sodass es recht unwahrscheinlich ist, dass der Wert hier größer ist. Das heißt, was mache ich hier zur Berechnung des p-Werts? Ich schaue mir an, wie häufig ist denn der Korrelationskoeffizient größer bei durchpermutierten Daten, also bei durchpermutierten y-Werten. Und wenn es häufig ist, dann war es ja nichts Besonderes, dass der Korrelationskoeffizient der echten Daten irgendeine Größe hat. Und wenn es sehr selten ist, dann war es halt was Besonderes. Und ja, deswegen kann ich hier den p-Wert, das ist ja der Wert, der mir sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass es eben rein zufällig zu einer Abweichung kommt, die mindestens genauso groß ist. Genau, den p-Wert kann ich dann eben so ausrechnen. Genau, und alles, was ich eigentlich brauche bei so einem statistischen Test, ist ja der p-Wert, weil der gibt mir an, das maximale Niveau, zu dem der Test noch signifikant wäre. Beispielsweise ist es jetzt hier so, bei den Geysir-Daten, da ist es so, dass der approximierte p-Wert, wie Sie in der letzten Zeile lesen können, ist 0. Wie habe ich das gemacht? Ja, erstmal, ich konnte hier nicht alle Permutationen durchlaufen lassen. Das ging nicht, weil es zu viele waren. Aber was ich machen konnte, also ich konnte n groß wählen und groß n Permutationen betrachten, beispielsweise eben 10 hoch 5, und dann eben den p-Wert approximieren, indem ich eben ja für alle möglichen Permutationen, die ich hatte, geguckt habe, war der Korrelationskoeffizient größer. Und ich finde hier, er war nie größer als 0,9. Und deswegen ist der approximierte p-Wert hier eben 0. Das heißt, sehr wahrscheinlich gibt es da jetzt halt eine Korrelation. Gut, das Beispiel war jetzt sehr klar, weil die Korrelation hat man ja quasi schon mit bloßem Auge hier sehen können. Aber in anderen Fällen ist es vielleicht nicht so klar und dann kann man halt gut diesen Permutationstest machen, zum herausfinden, gibt es denn eine Korrelation oder nicht. Gut, das war jetzt eher was Qualitatives, was wir heute gemacht haben, weil wir nur wissen wollten, gab es eine Korrelation oder nicht. Nächstes Mal kommt dann Folgendes. Also es verlockt ja irgendwie schon, dass man sagt, ja gut, ich will jetzt hier aber bitteschön mal irgendeine Gerade durchlegen. So. Und die nennt man dann Regressionsgerade und um die kümmern wir uns dann im nächsten Video. Bis dann.